Hallo und willkommen zurück zum Let's Play von Risen. In der letzten Folge haben wir uns doch nicht auf den Weg zur Vulkanfestung gemacht, sondern sind in Richtung des Sumpfes gegangen, wo die Banditen sich aufhalten und ihr Lager haben. Da bin ich jetzt angekommen, habe schon den ersten freundlichen Banditen kennengelernt und einen sehr gesprächigen noch dazu. Und ja, machen wir hier mal weiter. Das ist ein Handlanger, der hat doch nichts für uns. Aber da eben war gerade noch Domingo. Da hat gerade irgendwie ein Doflamingo, keine Ahnung warum. Vielleicht hat jemand eine Idee, wie ich da drauf komme. Gut, reden wir mal mit dem. Was willst du? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Am Feuer sitzen. Warum schaust du so besorgt? Irgendein Schwein hat uns verraten. Wenn das so weitergeht, können wir unsere Jungs in der Hafenstadt abschreiben. Ich weiß nicht. Aber warum fragst du mich überhaupt? Schon gut. Ja, und das ist, glaube ich, genau das, was ich meinte. Es sieht fast so aus, als hätte ich mir schon ein bisschen was verbaut hier. Ich habe hier ist aber kein gesehen. Problem, ich will ja eh nicht hierher. Ich bin ja auch noch nicht lange hier. So, so. Mann, da hast du dir ein schönes Plätzchen ausgesucht. Kannst froh sein, dass du noch lebst. Die Gegend hier ist gefährlich. Okay. Ich will bei euch mitmachen. Wir sind hier ziemlich verärgert. Okay, das wegen Ding der ist Geschichte geklärt. In der Hafenstadt. Wir trauen keinem Fremden mehr. Also, kannst du dir eine Aufnahme in unser Lager aus dem Kopf schlagen? Ich hätte vielleicht vorher hierher gehen sollen. Na gut, okay, dann hat sich das erledigt. Dann brauche ich auch gar nicht weitermachen. Weil das nicht mehr zu retten ist. Ich spreche trotzdem mal noch mit dem hier. Hi. Hast dich wohl verlaufen? Was? Mach dir mal keinen Kopf. Ich werde mich schon um dich kümmern. So, so. Und wie soll das aussehen? Du bist ein Fremder. Wenn du hier Ärger machst, kriegst du meine Waffe zu spüren. Okay. Klar? Gut, ja. Okay, das hat sich erledigt. Ich dachte, ich könnte hier trotzdem noch ein paar Sachen erledigen, aber das ist jetzt nicht mehr möglich. Dann werde ich halt später nochmal hier mich ein bisschen umsehen. Dann gehe ich jetzt tatsächlich wieder in die Vulkanfestung, beziehungsweise wieder in Richtung Vulkanfestung. Ja, lässt sich halt nicht ändern, ne? Ich bräuchte allerdings immer noch jemanden, der mir das Tiere ausnehmen beibringt. Das Problem ist, glaube ich, einer in der Stadt hatte das, konnte das, der Cole, wie der hieß. Allerdings ist das schon ein Stück weit weg. Da möchte ich jetzt nicht erst nochmal hin wegen dem einen Skill. So wichtig ist er dann auch wieder nicht. Ich werde jetzt nochmal kurz in diesen kleinen Tempel gehen. Oh, hier ist ein Wolf. Oh, hier sind zwei Wölfe. Speichern. Ich speichere mal hier. So. Hallo. Wölfchen. Ja. Boah, ich bin gerade. Okay, den habe ich. Wow. Ich mag die Wölfe nicht, die sind mir zu schnell. Wieder ein Breakdance-Wolf. Cool, ey. Richtige Teile hier. Gut, da drüben ist auch schon die Ruine. Ich werde jetzt mal meinen Bogen anlegen. Wo ist denn der? Da. Ach, ich habe auch hier eine Schnellleiste. Die habe ich auch noch gar nicht beachtet. Gut, aber brauche ich die jetzt? Ich lege mir mal das Hähnchenfleisch hier rein. Ansonsten, ich könnte mir vielleicht ein paar Fackeln noch da reinlegen, wenn ich welche habe. Ja. Huch. Machen wir da noch so. Ja. Okay. Sehr schön. Gut. Die 2 ist jetzt mein Bogen. Alles klar. Gehe ich mal unten rein, aber ich weiß nicht so recht, warum da ein Toter drin liegt. Nicht, dass mich jetzt irgendwas überrascht da drin. Könnte ja auch passieren. Okay. Kann ich das einfach so abschießen? Wie funktioniert denn das? Ja, super. Sehr schön. Hallo, Kumpel. Du siehst müde aus. Leiche. Gut, der ist nicht müde. Da. Kristallkugel der Telekinese. Was kann ich denn damit machen? Herd. Okay, das schaue ich mir gleich an. Hier steht etwas über Mann. Gut, Magie ist jetzt nicht so interessant. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Was macht denn der Schalter? Ja, toll. Was nützt mir das? Aus welchem Grund sollte ich mich hier einschließen? Oder ist da irgendwas anderes aufgegangen? Moment, ich schaue nochmal nach. Hm.
also wenn ich die Kristallkugel der Telekinese hier benutze, wenn ich die berühre, habe ich für einen Moment lang den gleichen Effekt, wie wenn ich eine Spruchrolle mit dem... mit dem Zauber hätte. Das heißt, ich habe jetzt die Möglichkeit hier... Da liegt ein Wurzbogen. Hey! Seht ihr? Da kann ich mir das ranholen. Das ist der Telekinese-Zauber. Wenn ich das dann nochmal machen möchte, einfach die Kristallkugel nochmal berühren und ich habe den Zauber wieder parat. Ohne irgendwelche Spruchrollen oder Mana oder irgendwas verbrauchen zu müssen. Also da ist der... Ist das ein anderer Schalter? Okay, ja. Also wirklich was gebracht hat es jetzt nicht. Außer, dass ich halt wieder raus kann. Gut, was habe ich hier gefunden? Ein Kurzbogen. Genau das, was ich vorher mir gekauft habe, um da reinzukommen. Ganz großartig. Naja, was soll's. Ist nicht so schlimm. Gut, ich kann zumindest jetzt zu Severin gehen und ihm die guten Nachrichten überbringen, dass ich es geschafft habe, mit Rudolf zu sprechen. Welche große Leistung das wieder ist. Stachelratten. Ja, ich werde mich mit ihnen anlegen. Ich möchte ja hier ein bisschen Erfahrung sammeln. Je mehr ich habe, sobald ich in der Vulkanfestung bin, desto besser. Ach, das sind junge Stachelratten. Die halten nichts aus. Okay. Aber Fleisch geben die mir, das ist gut. Ich muss auf jeden Fall noch das Tiere ausweiden lernen. Das ist sehr wichtig dann. Und dann möchte ich gern... Obwohl, nee, das verrate ich mal noch nicht. Ich habe jetzt schon überlegt, wie ich weiter vorgehen werde. Ich habe mich heute mal ein bisschen hingesetzt und mir da einen Kopf drüber gemacht. Also wie gesagt, Vulkanfestung steht fest und dort drin ist ja dann die Frage, möchte ich ein Magier werden oder möchte ich ein Ordenskrieger werden? Und die Entscheidung habe ich getroffen. Ihr werdet das sehen, wenn es soweit ist. Ich freue mich jetzt doch schon ein bisschen auf die Vulkanfestung. Da gibt es wieder viel, viel zu tun. Und wieder ein paar lustige Sachen zu erleben. Gut, das ist der erste Bauernhof, da nützt uns nichts mehr. Obwohl, ach ne, die Äpfel habe ich schon gekauft bei dem, oder? Ja, die habe ich schon gekauft. Das nützt mir wirklich nichts mehr. Lalala. Das Wandern ist das. Ich habe nicht meinen Namen im Spiel, oder? Namenlosen Helden Lust. So. Ich finde ja den Laufstil, den die haben hier, richtig cool. Das hat irgendwie was total Geschmeidiges. Okay, hier auch. Halt, Reiselust, die nehmen wir noch mit. Das meiste von den ganzen Pflanzen, die ich so einsammle, brauche ich sowieso nicht. Ich habe aber auch herausgefunden, dass die Druiden-Schierlinge einfach gegessen werden können. Die geben mir maximale Lebensenergie plus 1. Und das heißt, ich sollte die wirklich möglichst immer aufsammeln. Die Wichtelkappen geben mir halt Geschick plus 1 und die Ogerwurzeln, ich zeige es euch gerne nochmal, Wichtelkappen geben mir Geschick plus 1 und die Ogerwurzeln, wenn ich sie jetzt noch sehen würde, direkt daneben, geben mir Stärke plus 1. Es gibt aber auch die Möglichkeit, später das Tränkebrauen, die Alchemie zu lernen. Da kann man aus diesen Tränken, aus diesen Pflanzen, die eine permanente Wirkung haben, so also die Stärke, Geschick, ne, erhöhen, kann man auch Tränke brauen und da... lohnt sich das schon ein bisschen mehr. Man kann nämlich aus einer Ogerwurzel, die nur eine Stärke geben würde, 5 rausholen. Und das ist dann schon, ne, eine Ecke mehr. So, hier sind wieder meine Freunde, die Stachelratten. Auch wieder große. Oh, ich bin ausgewichen. Ein Wunder. Jawohl. Okay, die zweite kommt auch gleich. Komm schon, komm schon. Jawohl. Es ist ja ein Phänomen. Ich habe es geschafft, 2 Stachelratten zu töten, ohne auch nur einmal getroffen zu werden. Ich bin begeistert von mir. So, hier geht's bergauf. Bergauf heißt, wir kommen der Vulkanfestung immer näher. Halt, ich brauch da gar nicht mehr ins Inventar rein. Ich kann jetzt das Hähnchenfleisch so essen. Yummy. Knusper, knusper. Hähnchenkeule. Ja, ein paar Keulen und mein Inventar ist wieder leer. Mein Fleischvorrat meine ich natürlich damit. Naja, machen wir es ganz voll. Was soll's. Aber ich schätze auch, dass es nun bald soweit... Ein Keiler, den lasse ich noch. Soweit ist, dass ich meine erste Rüstung bekomme. Und dann ist das Ganze auch ein bisschen einfacher, mal gegen jemanden zu kämpfen und so. So, Wolf. Und bam. Autsch. Oh Gott, hier sind viele. Einfach, ich bin jetzt mal einfach Berserker und gehe einfach durch. Boah, jetzt ruckelt's. Das gibt's doch gar nicht. Komm schon, einen noch.
Jawoll, den haben wir auch. Okay. Es gibt dann auch später noch stärkere Wölfe, die nennen sich dann schwarze Wölfe. Und ich kann schon mal so viel verraten, das wird nicht leicht, gegen die zu kämpfen. Das ist dann schon eine ganze Ecke schwieriger als so ein normaler Wolf hier. Ich weiß nicht, ob ich den Keiler schon angreifen kann, aber das ist mir doch ein bisschen zu riskant gerade. Ich habe auch keine Lust, alle 5 Minuten hier neu zu laden, weil ich mich wieder mit Monstern anlege, denen ich nicht gewachsen bin für den Moment. Das heißt, wir lassen den Keiler in Ruhe und gehen weiter bergauf. Gut. Was gibt es denn hier noch Schönes? Ich gucke jetzt mal fix nach. Ich glaube, es gibt hier eine Möglichkeit für das Schnellspeichern. Das würde mir doch echt das Ganze ein bisschen leichter machen. Schnellspeichern, F8. Okay, gut. Merken wir uns. Gleich mal probieren. Oh, das ist ja völlig gemütlich. Ja, das werde ich jetzt öfters so machen. So, da geht's weiter. Hier drüben sind wieder Haufen Biester. Ich glaube, diese Ecke hier übe ich mir für später auf. Allerdings würde ich mich gerne mal da drüben umsehen. Ich habe aber das Gefühl, dass hier auch wieder Stachelratten sind. Hey, ich hasse diese Teile jetzt nur ohne Mist. Stirb! Wow, ich bin ausgewichen. Und wieder mal nicht ausgewichen. Du oder ich? Ja, ich verstehe schon. Gut. Schnell laden. Okay, das macht es mir ein bisschen leichter. Ja. Schade. Ich habe es wieder nicht geschafft gegen die Stachelratten. Ey, das ist aber auch... Die sind so schwierig zu bekämpfen. Ich weiß nicht, wer schon mal von euch Gothic 3 gespielt hat. Das erinnert mich ein bisschen an die Wildschweine damals, als das Spiel frisch rauskam, wo das noch ein bisschen buggy war. Alter, das kann doch nicht ernst. Nur, dass die dann nicht mehr aufgehört haben anzugreifen. Wirklich? Mann, ich bin nur am Verrecken. Das ist doch scheiße am Anfang. Eieiei. Ich weiß gerade gar nicht, in welcher Schwierigkeitsstufe ich das Spiel spiele. Es gibt wohl noch die Möglichkeit, das Ganze ein bisschen schwerer oder leichter zu machen. Also ich möchte auf keinen Fall was dran ändern. Aber ich würde dann doch mal ganz kurz nachsehen. Das musst du mal am Anfang ein... aussuchen, ne? Es kann sein, dass ich am Anfang auf schwer gestellt habe, hochmütig wie ich war, und jetzt damit zu kämpfen habe. Gut, müssen wir halt durch. Erstmal noch ein Stück Fleisch. Wo ist denn der Wolf, der mich hier gerade... Ach, da. Kann ich den vielleicht alleine rauslocken erstmal? Oder ich gehe halt einfach drauf. Ich muss echt sagen, die Wölfe sind fast schon ein bisschen angenehmer zu bekämpfen als die Stachelratten. Okay. Na, komm mal her. Und zack, eins. Und zack, in dem... Man muss halt eigentlich nur den Moment abwarten, wenn die kurz nach vorne schnellen, um einen zu beißen. Wenn man in dem Moment einen Sidestep macht, dann ist es völlig easy, gegen die zu kämpfen. Aber das ist halt alles so ein bisschen eine Frage des Timings. Und das klappt dann nicht immer. So. Okay. Ein Heilkraut. Was ist denn das hier? Das sieht ja fast aus wie so eine... Wie so eine Feuerbestattungsstelle. Oder? Das sieht schon sehr danach aus. Na gut, wollen wir nicht so viel reininterpretieren. Gut. Es geht weiter bergauf. Rauf, 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 rauf. Immer schön den Hügel rauf. Achso, ich wollte eigentlich schnell... Na egal. Ist egal, machen wir es halt heute mal so. So, hier ist noch eine Stachelratte. Da drüben sind meine Freunde, die Geier, wieder. Aber manchmal ist es auch irgendwie... Ich weiß auch nicht. Manchmal weichen die aus, manchmal nicht. Geier! Hey! Ah, die kann ich abblocken, ne? Ja, jetzt habe ich ihn schön in die Ecke gedrängt. Da passt das doch. Ja, ich muss halt echt versuchen, das alles ein bisschen taktischer zu machen. Das sage ich zwar jedes Mal, wenn ich mal einen Kampf dann doch wieder gewinne. Ah, Gnome. Ich hasse Gnome. Ich würde es doch mal versuchen. Eigentlich sind die ja nicht so stark, aber ich weiß genau, dass die schwer zu bekämpfen sind. Obwohl die vielleicht gar nicht so ausmachen. Listiger Gnome. Ach, die müsste... Das ist wie so eine Quest. Autsch. Autsch.
Ich habe wieder versagt. Dann mache ich es mal so. Ich werde zuerst den Auftrag abholen. Obwohl, eigentlich ist es völliger Unsinn. Nein, das schaffe ich schon. Das schaffe ich schon. Es hat aber auch gerade irgendwie wieder ein bisschen geleckt irgendwie. Das ist immer blöd, wenn man in so einem Kampf ist. So, also die 3 Gnome, das werde ich ja wohl schaffen. Aber das ist aber auch... Habt ihr das gerade gesehen? Die sind viel schneller mit den Angriffen als ich. Oh ja, das war's wieder. Ist mir egal, ich probiere das jetzt so lange, bis es klappt. Es tut mir leid für euch, aber... Ich kann ja nicht die ganze Zeit gegen solche einfachen Gegner verlieren. Vielleicht sollte ich weniger meine Kombos durchziehen und dafür mehr ein bisschen... Abwechslung zwischen Verteidigung und Angriff bringen. So, ihr Gnome. Versuch Nummer 87. Der wirft schon wieder... Der hat einen Fisch nach mir geworfen, hallo? War es vielleicht damals wirklich eine Kartoffel? Das geht gut. Ja, haben wir doch getroffen. Was war denn das für ein Move? Der war doch noch übelst weit weg von mir. Kam der gerade angesprungen? Ja, ich versage wie üblich. Also ich hatte eigentlich so in Erinnerung, dass ich das Spiel früher mal ganz gut beherrscht habe. Das, was ich ja jetzt so zeige, das ist dann doch eher ernüchternd. Naja. Macht nix. Gehört halt dazu. Es ist aber auch übel, oder? Okay, den haben wir. Greifen aber auch ununterbrochen an hier. Ich hab's gleich wieder verloren. Das ist richtig stark hier. Okay. Du oder ich? Ja. Oh, das kann doch nicht so schwer sein. Ey, stelle ich mich wirklich so doof an? Ich glaub das nicht. Da geht ja fast hier der Humor verloren. Aber nur fast. Ich möchte jetzt Gnome-Eintopf. Ihr Lumpen, euch mache ich platt. Also erstmal den da hinten. Vielleicht kann ich den ein bisschen getrennt von den anderen bekämpfen. Oh, das sah gut aus. Hm? Oh. Au, hey. Wow, was war denn das für ein Ding? Leute, ich hab's geschafft und ich glaube, ich wurde so gut wie gar nicht getroffen gerade. Oder sogar überhaupt nicht getroffen. Es kann sein, dass mich der Einzige, der mich getroffen hat, der Typ, der war, der seinen Fisch nach mir geworfen hat. Jetzt wird mir schon mit Fisch beworfen. Was ist denn das für eine Unart? Mann, Mann, Mann. Oh. Oh, nicht schlecht. Ein Mana-Ring. Ja, ja. Das sage ich nicht nein. Jetzt müsste ich es aber wirklich langsam geschafft haben zur Vulkanfestung. Die sagen... Umwobene Vulkanfestung. Glaubt mir, Leute, hier gibt's viel zu erleben. Hey, warte mal. Ich habe gesehen, wie du den Berg raufgekommen bist. Ist ja ein Ding. Und? So wie du aussiehst, hast du hier draußen nichts zu suchen. Willst du mir Ärger machen? Nee, Mann, ich nicht. Wenn Santiago dich sieht, kriegst du schon mehr als genug Ärger. Was ist denn mit ihm? Was ist mit Santiago? Er gehört zur Inquisition. Das sind harte Kerle. Harte Kerle. Er steckt dich ohne zu fragen in die Vulkanfestung. Da will ich rein, Junge. Lappen hier nicht. Was passiert denn der Vulkanfestung? Sie ziehen dir einen Rock an, drücken dir einen Stab in die Hand und lassen dich trainieren. Rock, und dann darfst du noch den Hof fegen oder Wache schieben. Und die Scheiße dabei ist, du kriegst nicht mal ein kühles Bier. Alles, langsam. Was es in der Vulkanfestung gibt, ist ein alter, verschlossener Weinkeller. Ich will da nicht mehr hin. Wo geht's? Verdammt. So schlimm kann es schon nicht werden. Ja, was? Tja, ganz wie du meinst. Ja, ihr merkt, dann ich bin sprachlos. Dann geh zu Santiago und lass dich rekrutieren. Die können wir doch nicht... Das Bier verbieten. Hier, trink mal eins, du arme Sau. Trink mal einen kühlen Schluck. Ist das etwa... Ein Bier? Jawohl, natürlich ist das ein Bier. Mann, tut das gut. Danke. Gern geschehen. Und was machst du hier? Nach was sieht's denn aus? Ich steh mir die Beine in den Bauch. Das ist nicht gerade der sicherste Job. Wenn die Viecher kommen, bin ich der Erste, der gefressen wird. Von Gnomen wirst du wahrscheinlich nicht gefressen.
Warum haust du nicht ab? Glaubst du, daran habe ich noch nicht gedacht? Aber für mich ist es zu spät. Einmal Rekrut, immer Rekrut. Ist das wahr? Wenn ich in die Stadt gehe, werde ich sofort wieder zurückgebracht. Ich könnte mich höchstens in einer dunklen, kalten Höhle verkriechen. Nee, danke. Da ziehe ich die Vulkanfestung vor. Okay. Deine Monster sind erledigt. Wirklich? Du hast gegen diese Schrecklichen... Du hast dich ihnen gestellt? Ja, Gnome. Oft genug. Es war eine Bande von kleinen Gnomen. Oha. Gnome? Bist du sicher? Jo. Ich meine... Ich weiß schon. Danke. Gerne. Schon gut. Hör mal. Es ist vielleicht besser, wenn wir das nicht an die große Glocke hängen. Waren ja nur ein paar Gnome, oder? Schon gut. Kein Problem. Danke. Ich habe hier auch noch ein paar Münzen für dich. Oh ja, die brauche ich. Hoffentlich bleibt es ruhig. Gut. Ja. Darf ich vorstellen? Vulkanfestung. Zuschauer, Vulkanfestung. An der Stelle würde ich die ganze Sache beenden. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich setze nochmal einen Speicherpunkt. Und würde sagen, bis dahin. Ciao, ciao.